Eine Erfindung für Heimwerker. Dabei geht's um Silikonfugen. Sie dichten Löcher und Zwischenräume ab, vor allem in Küche und Bad. Doch mit der Zeit setzen Schimmel, Verfärbungen und Risse dem Silikon stark zu. Alle 3 bis 5 Jahre muss darum die Masse erneuert werden. Dieser Prozess hat Tücken, die Hobbyhandwerker Frank Ostermann kennt. Er will heute die Fugen seines Bads erneuern. Auf gerader Fläche klappt das ganz gut. Anders sieht das bei den Ecken aus. Das große Problem an der ganzen Sache ist schwierig mit dem Abzieher. Ich ziehe praktisch die Silikonmasse wieder mit aus der Fuge raus und die bleibt halt nicht in der Ecke sitzen. Dadurch gelingt keine ordentliche Rundung der Masse. Als Abzieher hat Frank Ostermann schon viele Varianten probiert. Holzstäbchen, Esslöffel oder einfach nur seine Finger. Doch nichts führte zum gewünschten Ergebnis. Die Fugen sind zwar zu, aber optisch alles andere als schön. Eine mögliche Lösung hat Norbert Robbenmenke. Der gelernte Metallbauer aus Essen bei Oldenburg entwickelt stetig Werkzeuge, die das Verfugen erleichtern sollen. Das hier ist sein neuestes. So, ich habe dir die Fugengroppe mitgebracht. Das ist ein Werkzeug zum Versiegeln von Ecken. Auf den ersten Blick eine Art Stift mit runden Köpfen an beiden Enden. Damit soll jeder Heimwerker laut Erfinder eine saubere Rundung in das Silikon drücken können. Damit das Werkzeug in unterschiedliche Fugen passt, hat Norbert verschiedene Größen entwickelt. Nehmen wir die kleinere Seite. Passt von der Fuge her. Gut. Nehmen wir den. Nehmen wir den. Wie sein Werkzeug funktioniert, will Norbert an der missglückten Fuge demonstrieren. Dafür trägt er zunächst neue Silikonmasse auf. Dann geht's an die schwierige Ecke. Dann nehmen wir den kleinen Abzieher. Einmal nass machen, die Kugel. Damit das Silikon nicht am Werkzeug kleben bleibt. Reindrücken. Links, rechts, nach oben. Und die Ecke ist schon fertig. Jetzt noch das überschüssige Silikon an den Längsseiten entfernen und die Fuge ist dicht. Zum Vergleich, diese Ecke hat der Hobbyheimwerker ausgeformt. Diese der Erfinder mit dem neuen Werkzeug. Ich habe mich schon gewundert, dass es so simpel ist und so einfach funktioniert. Doch der Tüftler hat mit seinem Werkzeug jede Menge Erfahrung. Ob es auch für Laien so einfach ist, probiert Frank Ostermann aus. Und das unter erschwerten Bedingungen. Der spitze Winkel hinter der Badewanne macht das Verfugen und Abziehen besonders schwierig. Hast du die Fuge nass gemacht? Ja. So, und dann rein. Einmal mit dem Kopf ins weiche Silikon drücken und zu jeder Seite abziehen. Funktioniert super. Genau, kannst auch ganz ziehen. Sehr schön. Die Fugenrobbe formt nicht nur Ecken aus. Auch auf gerader Fläche kann der Badbesitzer das Silikon damit abziehen. Ja, das sieht schon top aus. Mann, das ging besser wie gedacht. Ja, also das geht selbst mit der Fugenrobbe auf den geraden Enden optimal. Sieht auch sehr schön aus. Also ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ich auch. Deswegen. Für den Hobbyhandwerker ist die Fugenrobbe eine Erleichterung. Der Erfinder tüftelt derweil an weiteren Werkzeugen, die das Verfugen mit Silikon einfacher machen sollen. Ein Abstreifeimer, der nicht klebt, der stabil ist und auch verschiedene Abzieher werden noch kommen. Mittlerweile hat ein Unternehmen für Bauzubehör sein Werkzeug in den Handel gebracht.